Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Conan Exiles Guide. Heute dreht sich alles um die extremen Temperaturunterschiede in diesem Spiel. Ihr kennt Regionen, in denen ihr euch im wahrsten Sinne des Wortes die Zehen abfriert und auch euer Leben da lasst. Ebenso Regionen, die eine extreme Hitze ausstrahlen und ihr ebenso das Zeitliche segnet. Dafür ist jetzt dieser kleine, aber feine Guide gedacht, was man da machen kann. Fangen wir einmal an. Als erstes ist es natürlich in Conan Exiles wichtig, dass ihr immer die passende Rüstung für die passende Gelegenheit habt. Aus diesem Grunde habe ich euch einen extrem ausführlichen Rüstungsguide erstellt gehabt, in dem ihr nicht nur die verschiedenen Boni, die euch die verschiedenen Rüstungen bieten, sehen könnt, sondern auch welche Witterungsverhältnisse diese Rüstungen euch bieten. Schützen sie euch vor extremer Hitze oder schützen sie euch vor extremer Kälte? Nun, um in den hohen Norden zu kommen, und damit meine ich hier nicht die nordische Tundra, sondern dieses Schneegebiet, alles das, was weiß ist, beziehungsweise explizit hier das Frostriesengebiet, wo ich einmal kurz gestorben bin, weil ich was ausprobieren wollte, muss ja auch mal sein. Dieser Bereich ist extrem lebensfeindlich, ebenso der Vulkan. Hier haben wir extreme Kälte und hier haben wir extreme Hitze. Und da gilt es natürlich, darauf vorbereitet zu sein. Dort werdet ihr mit der Rüstung, so wie ich sie jetzt im Moment trage, nicht sehr weit kommen. Allerdings gibt es auch noch andere Alternativen, die ihr zu der Rüstung anwenden solltet, um in diesen extremen Gebieten überleben zu können. Ah, ein extremes Gebiet ist auch noch hier dieser Bereich um der Schwarzen Feste, die Ruinen von Xulan. Und hier die Eisspitzenkluft bzw. dieser ganze Bereich. Auch hier werdet ihr sehr schnell, sehr leicht erfrieren, wenn ihr A, nicht die passende Ausrüstung anhabt und B, etwas zu essen oder zu trinken einwerft. Aber hier ist es wichtig, was ihr esst und was ihr trinkt. Funcom hat euch im Spiel verschiedene Möglichkeiten gegeben, die ihr allerdings erst finden und lernen müsst, wie ihr eure Temperatur neben der Rüstung regeln könnt. Und zwar unter dem Reiter Überleben im Bereich Primitiver Koch. Seht ihr verschiedene Möglichkeiten aufgeführt. Das sind alles Rezepte, die ihr finden und lernen müsst, angefangen von Brauerei 1 und 2 für alkoholische Getränke, aber auch von den Kochrezepten 1 bis 10. Wo ihr diese Rezepte finden könnt, findet ihr in einem extra Video, das ich bereits vor langer Zeit erstellt habe. Ich versuche es euch in diesem Video zu verlinken. Es müsste dann oben rechts angezeigt werden, wenn es klappt. Das ist das erste Mal, dass ich es verwende. Ansonsten packe ich den Link einfach mit in die Beschreibung, wenn ich dran denke. Und diese Rezepte bieten euch allerlei verschiedene Möglichkeiten. Manche Rezepte regenerieren einfach nur und machen satt bzw. lindern euren Durst. Andere Rezepte wiederum schützen euch vor extremer Kälte oder auch vor extremer Hitze, zumindest geringfügig. Es sind alles Buffs, die über Zeit laufen. Das heißt, umso länger sie laufen, umso besser seid ihr vor der extremen Kälte bzw. Hitze geschützt. Und wiederum andere steigern eure Attribute um ein gewisses Maß, meistens 3 Punkte. Das sind allerdings relativ wenig Rezepte. Der ein oder andere Trank in diesen Rezepten verändert auch euer Charisma. Das bedeutet, bei den Frauen, eure Brüste werden größer, es sei denn, ihr habt schon die maximale Größe an der Brust, so wie mein Charakter hier, oder euer Geschlechtsteil, sprich der Penis, wird größer beim Mann. Je nachdem, welches Geschlecht ihr spielt. Aber das hat sonst keine Auswirkungen, außer reiner Optik. Naja, wer es gut findet, warum nicht? Was benötigt ihr dafür, neben den Rezepten, die gefunden und gelernt werden müssen? Ihr müsst den primitiven Koch geskillt haben, als auch das verbesserte Lagerfeuer bzw. das normale Lagerfeuer. Ebenso solltet ihr irgendwann den Herd erlernen, als auch den Brauerei-Perk. Alles andere wie Imker,
Trocknen, Fischerei und so weiter und so weiter und der Kühlkiste sind optional, empfehlen sich aber für diese Dinge. Und von den ganzen Rezepten, die es dort gibt, habe ich natürlich auch ein paar Favoriten, die ich am liebsten verwende. Die habe ich hier abgelegt. Einmal Chili nach Wüstenart. Chili ist ein Rezept, das uns aufwärmt. Es ist, wie gesagt, ein Überzeitrezept, genauso wie Gewürzsuppe. Diesen Rezepten, die eine gewisse einen pikanten Eigengeschmack mit sich bringen, haben allerdings alle gemein, dass sie auch zu Lasten unseres Durstes gehen. Das heißt, wenn wir sie essen, werden wir nicht nur vor Hitze geschützt, nein, wir müssen auch trinken. Ebenso gibt es auch alkoholische Getränke, wie zum Beispiel den Absinth, der uns betrunken macht, als auch das Feuerwasser, welches uns ebenfalls anheitert, die in diesem Spiel für eine gewisse Wärme sorgen. So, legen wir das Schwert mal da oben rein, das ist gerade nicht so wichtig. So, wenn wir denn dann in einen Bereich reinkommen, wo auch Gegner aktiv sind, wie zum Beispiel die Frostriesen im hohen Norden, müssen wir bedenken, müssen wir uns auch heilen. Denn diese Gegner machen nicht gerade wenig Schaden. Und da wir uns nur auf eine Rüstung spezialisieren müssen, fallen unsere Boni, wie zum Beispiel erhöhte Stärke, in meinem Fall jetzt, natürlich weg. Das heißt, ihr braucht auch eine Rezeptur oder am besten zwei, die euch relativ gut heilen. Die Aloe-Suppe hat den Vorteil, ich zeige es euch einfach mal, die regeneriert euch zweimal. Der Kräutertee, den ich jetzt dabei habe, hat einen Regenerationsboost. Das erkennt man wunderbar an diesem Blitz. Das heißt, die Aloe-Suppe regeneriert euch zweifach, also doppelt. Und der Kräutertee regeneriert euch extra schnell. So, kommen wir zur Rüstung. Jedes Gebiet erfordert eine extra Rüstung, wie schon gesagt. In dem Fall brauchen wir für den eisigen Norden eine Fellrüstung. Hier empfehle ich die Vanir-Rüstung. In meinem Fall, weil ich meistens schwere Rüstung trage, werde ich die schwere Vanir-Rüstung anziehen. Ihr könnt aber auch die mittlere Vanir-Rüstung bzw. die leichte Vanir-Rüstung anziehen, so wie ihr es wollt. Die Sachen, die ihr hier rumlegen seht, sind alles Rezepte, die euch aufwärmen über Zeit. Natürlich alles gewürzte Rezepte, gewürztes Steak und so weiter, gewürztes exquisites oder exotisches Festmahl, aber auch alkoholische Getränke, die euch aufwärmen. Ebenso die Rüstung für den hohen Norden. So, gucken wir mal, ziehen wir uns mal diese Rüstung an. So, das ist die komplette Vanir-Rüstung. Wir sind jetzt natürlich überlastet, weil wir jetzt... So, die Waffe sollten wir natürlich mitnehmen. Und wir sehen es an unserer Temperaturanzeige bereits. Sie geht explizit nach oben. Uns ist heiß, weil wir hier in einem Wüstenbereich sind und eine schwere Rüstung anhaben. So, teleportieren wir uns mal zu den Frostriesen in den eiskalten Norden. Zack, da sind wir auch schon angekommen. Es ist ein Sightseeing-Gebiet, das jede Menge Eis uns bietet. Einmal normales Eis als auch schwarzes Eis. Und ihr seht es bereits hier, unsere Temperatur geht konstant nach unten. Hier kann man jetzt bereits schon reagieren, indem man eins von den aufwärmenden Gegenständen einwirft und genießt. Wir machen es jetzt einfach mal, indem wir uns die Chilisuppe zu Gemüte führen und wir sehen, aha, sie regeneriert uns kurzfristig, solange wir nicht im Kampf sind. Regenerationseffekte sind immer nur außerhalb des Kampfes aktiv, auch im Kampf wohlgemerkt. Allerdings, sobald wir Schaden einstecken, wird dieser Regenerationsprozess unterbrochen. Das gilt auch, wenn wir außerhalb des Kampfes sind und wir Schaden aufgrund enormer Temperatur nehmen. Zum Beispiel extremer Kälte bzw. extremer
Hitze. Daher sorgt vor, werft frühzeitig das Essen ein. Es schadet auch nicht, zweimal zu nehmen, weil je nachdem, was ihr esst, summiert sich dieser Effekt. Ihr seht es an unserer Anzeige, sie geht konstant nach oben. Wir müssen das jetzt schön, diese kleine Sanduhr dort im Auge behalten. Und dort sehen wir auch schon die ersten Gegner, die uns natürlich hier an dem Frostriesenpalast ans Leder wollen. Hier kommt es natürlich drauf rein, ob ihr wie ein Berserker drauf losstürmt und die Gegner gleichzeitig pullt oder ob ihr sie einzeln holt und wegzieht. So. Uns wird angezeigt, wenn eine dieser Wärmeeffekte nachlässt. Wir haben dann nämlich einen Kälteeinbruch. So, dieser Frostriese ist Geschichte. Wunderschön. Den Pickel legen wir direkt mal weg. Schwert legen wir auf 1. So, ihr seht also, ihr müsst immer ausreichend Nahrung mit euch mitführen, denn sonst habt ihr genau das, was jetzt gerade passiert. Die Kälte geht kontinuierlich nach unten, ihr erfriert und ihr nehmt daraufhin Schaden. So, ihr seht an dem Zeitsymbol, dass die Wirkungsdauer relativ kurz nur ist. Das heißt, ihr müsst euch ausgiebig einpacken. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Alkohol zu uns genommen. Alkohol macht die Birne hohl. Ist ein alter Spruch aus den 70ern. Da ist der nächste Frostriese. So, auch dieser gute Mann hat das Zeitliche gesegnet. Wieder eine Kleinigkeit nehmen, um zu uns zu heilen. So. Und wir sehen, hier geht unsere Temperatur trotzdem nach unten. Es braucht immer einen gewissen Zeitrahmen, bis das dann eingestellt ist. Oh, ich habe mich hemmungslos betrunken. Nein, wie schön. Hier empfiehlt es sich natürlich mit Pfeil und Bogen, die Gegner einzeln heranzuziehen und dann zu töten. Ansonsten seid ihr hier nur am Essen und am Trinken, um eure Regeneration, wie gesagt, euer Leben oben zu halten. Ja, und das ist auch schon, wie man im hohen Norden in dieser kalten Phase überleben kann. Ihr seht, es ist nicht gerade einfach, aber es ist definitiv möglich. Oh, hier liegt noch meine Leiche. Wunderschön. Aber auch kein Problem. Nicht weiter sinnvoll. So, jetzt haben wir euch den Norden gezeigt. Jetzt geht es in den Vulkan. Dafür müssen wir allerdings jetzt erstmal in unsere Basis zurücklaufen und uns die passende Kleidung holen. So, schnell die Rüstung ausziehen, bevor wir hier einen Hitzeschock bekommen, weil wir haben ja immer noch den Aufwärmbonus vom Essen aktiv, inklusive der Rüstung, und das wäre für die Wüste definitiv too much. Hallo! So, das legen wir alles schon mal hier rein. Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir auch nicht. Und das Problem ist, wenn ihr Alkohol zu euch nehmt, habt ihr hinterher natürlich einen Kater, Kopfschmerzen. So, für den Vulkan empfiehlt es sich immer, die komplette Rüstung der lautlosen Legion anzuziehen bzw. am Mann zu haben. Warum? Ganz einfach, diese Rüstung bietet uns ausreichenden Hitzeschutz in diesem Bereich. So, es ist auch eine sehr imposante Rüstung. Alternativ, wenn ihr diese Rüstung nicht komplett haben solltet, weil euch die Materialien fehlen, nehmt normales
Eis mit. Normales Eis hat leider nur eine sehr geringe Haltbarkeit, 10 Minuten insgesamt, aber es kühlt euch auch bis zu einem gewissen Punkt, wohlgemerkt, ab. So, jetzt geht es in den ganz hohen Norden, nämlich in den Vulkan. Gucken, ist das der richtige? Nein, das ist der richtige. So, jetzt sind wir im hohen, im hohen Norden, beziehungsweise aka im Vulkan, und wir sehen, unsere Hitze geht jetzt kontinuierlich nach oben. Dank der lautlosen Rüstungslegion sind wir allerdings vor dieser Hitze enorm gut geschützt. Und das gilt für den gesamten Vulkanbereich. Werdet ihr allerdings einen Teil dieser Rüstung ausziehen müssen, zum Beispiel, weil ihr in einen Bereich kommt, wo ihr mit Gas zu kämpfen habt und ihr eine Gasmaske anziehen müsst, beziehungsweise eine Maske, die die Atemluft filtert, seht ihr, dass es uns schon sehr heiß wird. Und da empfiehlt es sich, Eis zu essen. Eis kühlt ab, hält auch eine gewisse Zeit an und unsere Temperatur geht wieder in einen normalen, etwas erhitzten Bereich runter. Ihr seht also, ihr könnt auch gut auf ein Rüstungsteil der lautlosen Legion verzichten und das dann einfach mit Eis ausgleichen. Alternativ gibt es auch verschiedene Rezepte, das müsst ihr allerdings ausprobieren, die euch auch abkühlen, wie zum Beispiel Wein, verschiedene Säfte und natürlich verschiedenes Essen. Ja, auch hier ist es natürlich wichtig, nehmt euch Lebensmittel mit, die euch regenerieren für die Kämpfe, die ihr hier zu bestreiten habt. In der Regel sind die meisten NPCs euch freundlich gesonnen, NPCs wohlgemerkt, aber es gibt auch im Vulkan mehr als genug Gegner, die euch bei Sicht angreifen, wie zum Beispiel diese kleine Kobra. Es ist halt ein Schlangengebiet, das lässt sich nicht ändern. Und auch hier werdet ihr mehr als genug Schaden bekommen. Ja, aber der Schaden ist jetzt irrelevant. Es geht ja hauptsächlich um die extremen Temperaturen. Und das war es auch gewesen. Also, wir wissen, wenn ihr in einen Bereich mit extremen Temperaturen rein müsst, wie zum Beispiel dem Vulkan oder hier dem Hort der Frostriesen oder hier den Ruinen von Shulhan, zieht die richtige Rüstung an, ganz, ganz wichtig, und packt euch mit ausreichend Lebensmitteln, die eure Temperatur regulieren, ein. Ja, und das war es auch schon gewesen. Ich hoffe, euch hat dieser 20-Minuten-Guide gefallen. Wenn dem so ist, Freunde, denkt dran, Support ist kein Mord. Unterstützt mich und meinen Kanal, indem ihr den Kanal abonniert und die kleine Erinnerungsglocke neben dem Abo-Button mit aktiviert. Warum? Ganz einfach, in dem Moment, wo ihr diese kleine Erinnerungsglocke mit aktiviert habt, werdet ihr immer darüber informiert, sobald ich ein neues Video auf meinem Kanal hochgeladen habe. Ansonsten, liken und kommentieren ist jederzeit herzlich willkommen. Achtet aber bitte auf eure Ausdrucksweise, das ist mir immens wichtig. Kommentare, die nichts mit dem Video zu tun haben, beziehungsweise die unhöflich vorgetragen werden, von mir in der Regel schnellstmöglich gelöscht. Ja, ebenso beleidigende Kommentare, da wird der Poster in der Regel auch gebannt. Wenn ihr Kritik vorbringen wollt, da habe ich überhaupt kein Problem mit, bringt die Kritik bitte in einem ordentlichen Kontext rüber, so dass man auch darauf reagieren bzw. eingehen kann. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein, Freunde. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Samstag, den 4. Mai. Haltet die Ohren steif. Bis demnächst auf meinem Kanal. Macht es gut. Ciao, ciao.